Hallo, herzlich willkommen, After Dark Resident Evil 3. Wir sind zurück. Simon sprintet hier schon los von der Zeitung zurück, um jetzt wahrscheinlich das Gunpowder in die Kästen zu tun. Genau. Und jetzt aber nochmal die Frage, weil das haben wir gar nicht aufgeklärt in der letzten Folge, weil wir keine Zeit mehr hatten. Jetzt haben wir ja gar nichts gefunden, was uns irgendwie elementar voranbringt. Ne? Wo gehen wir denn jetzt hin? Ja, wir haben das Buch gefunden. Wir haben die Stars Card immer noch. Mhm. Ich würde sagen, wir checken gleich mal die Karte. Einfach. Ja. Oh, guck mal, das ist doppelt gemacht. Okay. Das sind dann 23. Aber es sind einfach nur zwei, obwohl, nee, 17 mehr. Plus 17. Ja, ja, ein paar mehr. Ja klar, das sind dann 23 pro Dings jetzt gewesen. Wir hätten okay, immer ein bisschen das hat sich sollen. Gelohnt, tatsächlich. Okay, wissen wir. Ja, ja, lass doch mal auf die Karte schauen, weil wir haben die Starscard, wir haben dieses Buch, ne, mit dabei. Wir müssen was finden, was, mit dem du das Öl mischen kannst. Guck mal, siehst du da unten, da ist eine verschlossene Tür. Ja, da ist die Substation. Heißt denn, gelb heißt ja, wir können durch. Und blinkende rote heißt, wir haben es probiert und es ist zu. Oder wir das heißt, wahrscheinlich es geht irgendwann auf. Ja, oder okay, du brauchst einen Wie Schlüssel Wie kommen wir dafür denn da in den Bereich, wo diese Substation ist? Da kommen wir ja nicht durch. Nee. Was ist da, wo der, wo die rote blinkende Tür ist, die ein bisschen weiter oben ist, da hinter dieser Treppe, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Weil das ist ja ein Gang. Ja, ich weiß es nicht mehr, was da war. Ich auch da, nicht war, mehr. War da nicht diese spinnenartige Wartet Wesen mal, da es gibt oben? Noch das irgendwie diesen Feuerschlauch. Können wir mit dem Wrench vielleicht diesen Feuerschlauch jetzt losmachen? Das Wrench das haben wir könnte, ja noch. Das könnte tatsächlich das gute ist Idee der sein. Grund, glaube ich. Irgendwo war das. Wo könnte denn der. Wisst ihr noch, wo der Feuerschlauch ist? Guck doch mal, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall da unten in diese Substation. Wahrscheinlich sind da ist ja so ein schwarzer Gang darüber, der dann zu dieser Substation hinführt. Und es hat irgendwas damit zu tun. Ja, genau. Wahrscheinlich mit der rotblinkenden Tür, die daneben ist. Vielleicht müssen wir irgendwie. Substation müsste dieses komische Energie. Ich glaube, ich brauche eine Fuse. Also ich nehme das, dass die wahrscheinlich da in der Substation ist. Ja. Also wir müssen irgendwie. Du gehst jetzt aus dem Speicherraum raus, dann nach links. Und dann, okay. Gesundheit. Frage, soll ich denn jetzt schon. Ach nee, das Öl ist ja eh auch noch. Okay, wir haben zu viele das, Items, die noch. Ist das eine Fuse neben der Schreibmaschine? Nein, ne? Ich habe auch schon ein paar Mal gefragt, was das ist eigentlich. Nichts. Ist es nicht. Was willst du denn mitnehmen an Items oder reichen die. Willst du echt gar nichts mitnehmen? Die Wrench musst du mitnehmen. Ja. Oh, ich habe X gedrückt. Keine Angst, ich gebe gleich ab an den Gregor. Oh Gott. Soll ich vorher nochmal speichern? Schieß ihn doch nochmal tot. Sonst mache ich das gleich. Komm, wir speichern. Nee, du hast doch gerade gespeichert. Ja, aber da warst du noch nicht dran. Ja. Ach, was hast du denn dazwischen? Achso, wir waren noch beim. Ich will nur vorsorglich, falls du stirbst. Ja, ja, ja. Es nee, ist was haben wir denn noch gemacht nach dem Speichern? Den ganzen coolen Shit eingesammelt. Im Nachrichten. Achso, aber das speichern wir jetzt nicht. Oh, Power Cable. Brauchen wir das nicht für den Zug? Ne? Ja, man kann es mal. Das können wir, glaube ich, im Rückweg mitnehmen. Ja, eigentlich können wir das, ja. Ja, ja. Okay. Bitteschön. Ja, dann. Den Schraubenschlüssel hast du wieder nicht mitgenommen. Ja, ja, ihr habt recht, ich war noch so bei dem Speichern. Wo ist er denn, der Schraubenschlüssel? Ist er überhaupt noch da oder hat sie ihn gar nicht mehr? Ich habe ihn noch da. Da ist er. Okay, jetzt aber. Okay. So. Also vier geschießen, ne? X. X geschießen. War nämlich auch mein Fehler vorhin, als ich gebissen wurde. Okay. Jetzt liegt das an dir. Der steht schon viel zu lange da. Ach. Okay, gut. Es gibt echt keine Möglichkeit nachzuladen, oder? Das ging da noch nicht. Falsche Taste. Menü. Du musst Mond drücken. Kreis, okay. Mond, ey. Mond, Kasten, Pyramide. Und X. Doch nicht euer Ernst jetzt. Die waren vorhin alle weg. Mhm. Was soll denn das eigentlich links heißen, was da in dem Haus steht? Baya Kaffee. Taya. Ach, Tee. Ela. Tee steht da. Kaffee und Tee, ja. Okay. Und das ist das Café Tee. Ja, und rechts ist der Friseur Hairtime. Hairtime. Damit man auch ja rafft, was es sein soll. Hairtime, ey. Und ich habe noch nie einen Friseur was gesehen, du sollst. Was für Quatsch, ey. Och komm, das ist doch dumme Kacke hier! Das ist doch dumme Kacke hier. Key the Shoes. Sicher, dass du hier richtig bist jetzt? Ich wollte die Karte anmachen. So, wir wollen doch hier mal checken, oder? Wir wollen ja eh hier rüber. Ja, geh doch mal hier jetzt durch die Tür gleich wieder durch ein Stückchen links, durch diese gelbe.
Also irgendwas sagt mir noch, dass dieses komische Vieh, was an der Wand entlang gejumpt ist. Das ist hier noch irgendwo, ne? Das haben wir nicht bekämpft. Das müsste nämlich hier sein. Wo wir gesagt haben, lass uns schnell vorbeilaufen mit der Quicktime-Entscheidung. Gleich hörst du. Machen wir jetzt auch wieder so. Falsch rum, oder? Nee. An denen kann man aber auch wirklich vorbeilaufen. Was machst du? Er hat sich automatisch umgedreht. Oh, hat sich schon aufgestellt. Boah, das ist echt eklig, wenn die sich so aufstellen und laufen. Er hat sich automatisch umgedreht. Oh, das ist doch nicht euer Ernst, ey. Wir sind hier aber auf jeden Fall wieder... Alter! Alter! Sieht aber auch ein bisschen witzig aus, wie die laufen. Es ist aber auch nur so lange, bis sie an den Fest saugen. Oh, wie krass. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich richtig rum jetzt war. Doch wieder falsche Taste. L2. Nee, bist falsch gelaufen. Ja, aber sind wir jetzt nicht genau in dem Raum? Mhm. Ach, da waren wir schon mal, oder? Da falsch abgebogen. Nee, hier ist die diese Tank Garage. Garage, genau. Garage. Ich wollte eigentlich dahin, wo die Tür. Du wolltest eigentlich dahin, aber das ist Perspektive ist lame. Wir sind halt leider jetzt. Ja, ich kann ja wieder zurück. Willst du vielleicht vorher speichern? Nee. Ah, nee. Ich kann nicht sogar komplett falsch gelaufen. Wir haben noch mit Ingrams voll geschissen. Wir haben noch zwei nur noch. Das ist doch nichts. Boah. Der fiese Möb, ey. So, ey. Perspektive wird eben rechts. Einfach genau. Du läufst jetzt geradeaus und dann rechts. Und ihr rechts. Okay. Genau, ihr rechts. Gut. Zum Glück sind die so beschäftigt, an der Wand entlang zu laufen. Da ist auch ein rot blinkender Schalter. Ja. Oh nein. Okay, oh wir haben keine Batterie. Was macht denn der Schalter unten? Der hier? Ja. Nee, das sind nur Lichter. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das sind nur Lichter. Ach okay, jetzt halt doch mal die Schnauze. Oh, jetzt hört mal auf. Oh. Ey, wenn ich jemals. Okay, ne? Ja. Nee, wenn was? Also ich wollte sagen, wenn ich jemals für Stars arbeite, werde ich auf jeden Auftrag werde ich eine Batterie mitnehmen, Öl, eine Fuse, eine Kurbel und also fertig. Und schon eigentlich eine Werkzeugkiste. Also einfach. Wir brauchen hier die Batterie, erst dann kommen wir zur Substation. Ja, ja? Genau. Hier boah, hinten, es ist ja alles wieder geöffnet quasi. Man sieht auch, dass das eher ein Abschnitt ist, wo wir jetzt noch nicht hin sollen, weil da halt vier von diesen scheiß Gegnern sind. Mhm. Das heißt, wir müssen irgendwie nochmal anders zurück in frühere Spielbereiche kommen jetzt. Okay, ups, oh. Das ist ja lustig. Wusste ich auch nicht, dass es geht. Und kannst du dich hier mal rechts einfach umgucken, nach unten gehen und dann nochmal schauen, ob da nicht vielleicht irgendwo ein... Hier war dieser komische Dings, ja, genau. Hier das Buch, ne? Da das Buch. Alter. Und natürlich haben wir das scheiß Buch jetzt nicht dabei. Ja, aber ich bin ja hier in der Nähe von der... Da war eben eine Kiste auch. Aber da musst du durch beide Mob-Räume wieder durch. Ich bin ja hier an der oberen Ecke. Ich glaube, ich komme hier wieder leicht zu unserem bekannten Safe-Raum hier. Ja, stimmt. Genau, der war geradeaus hier, ne? Durch und dann da oben ist er, ja. Okay, von deiner geradeaus... Ja, wahrscheinlich falsch kommt rum. Jetzt... Nee, wieso? Du kannst doch durch deiner durchgehen. Okay, ja, ich hoffe, da standen aber auch welche. Nemesis kommt ja immer nur bei wichtigen... Bei Gregor kommt er nicht jetzt. Ja, ja. Nee, aber ich meine, du brauchst schon ein wichtiges Item in der Tasche, damit was passiert. Hast du ein wichtiges Item in der Tasche? Du nicht. Nee, vielleicht, wenn du jetzt mit dem Buch zurückläufst oder so. Hast du immer was zu Nasche? Ja, das kann sein. Mit dem Buch zurück. Okay, also das Buch, da finde ich eine Batterie. Wenn ich das Buch habe... Ach, jetzt hör mal auf. Oh Mann. Jetzt hör mal auf, du Klaus, wieder! Aber sag mal, wieso sind denn da so viele wieder da? Ich verstehe das auch nicht. Wo kommen die denn her? Ich könnte eigentlich theoretisch jetzt hier wieder laden, oder? Das sind alles Leute, die hier noch beim Friseur saßen und nicht mehr drangekommen sind. Ja. Nein, du könntest nicht laden, denn wir haben nicht abgespeichert. Nein, aber ich habe doch nichts gemacht, seitdem du gespeichert hast. Ja, dann darfst du nochmal in die Presse gehen. Dann darfst du nochmal die Sachen... Nee, du hast doch nach der Presse gespeichert. Nein, habe ich nicht. Nee. Aber da stand halt auch nicht wirklich viel. Außer diesen zwei Gunpowdern und dem... Wir diskutieren jetzt nicht darüber, ich dachte, ob wir neu starten. Das ist ja wirklich Items ziemlich dumm, weil dann wäre die Folge halt bisher ja komplett sinnfrei gewesen. Okay. Es ändert eigentlich nicht viel, wenn man ehrlich ist. The Book of Wisdom. Aber auch Fehlschlag gehört ja auch zum Spiel dazu. Okay, ich habe ein Spray zur Not, ja. Brauchen wir denn den Red? Was? Den Brand? Ist doch egal, ja, mach doch. Wir haben so viele Ja, aber irgendwann müssen wir nochmal den Feuerschlauch holen. Ja, wo ist der denn überhaupt? Wo sind die Leute jetzt hin? Oh, shit. Ich glaube, den einen auf der Treppe musst du irgendwann mal... Ja, nächstes Jahr.
Oh, nothing special. Da liegt ein guter Schlauch, den hätte man benutzen können. Ja, aber wo ist denn der Schlauch, den wir da haben wollen? Oh, oh. Irgendwo an der Wand, oder? Einfach in so einem Fach. Oh, oh. Oh, oh. Er kommt nicht. Oh, oh. Ich höre Musik, die vorher nicht da war. Die, hört, die haben wir vorher nicht gehört. Die Musik war wirklich nicht da. Radio angelassen. Ja, und klack. Oh, jetzt wieder gut. Vielleicht wenn du so fröhliche Musik anmachen würdest, ja? Quatsch. Nee. Der kommt jetzt nicht. Jetzt finden wir da ein anderes Buch dann oder was? Und dann müssen wir das wieder ablegen oder wie ist nee, wir kriegen die Platte, die packen wir an den Typen, wo wir das Buch her haben und dann öffnet sich da die Batterie unten. Das meinte ich, habe ich gesagt. Ja. Ist eigentlich irgendwie am Opfer, dass es unten... Spiegelverkehrt, ja. Ne? The okay. Dog of... Place your wisdom... Was? Ten... Man kann es einfach nicht lesen, irgendwelche... Das ist Russisch. Kauderwelsch. No, I won't take the book. Ah, und was ist jetzt los? Warum passiert nichts? The future is in our hands. Haben wir geholt. Ja, und jetzt packe ich das in den Typen, wo wir das Buch her haben. Das eine ist rund und das andere ist eckig, ne? Ja. Das aber du legst es ja in die Hände von dem Typen, ne? Also es ist ja kein Slot, wo es reingehört. Zumindest ist es ein Clou, den wir nachgehen sollen. Okay, warte mal, wir müssen hier siehst hin, du, ne? Jetzt wäre ein guter Moment für Nemesis. Jetzt hast du gerade was gelöst, das willst du eigentlich nur los. Dann gehen wir außen rum, oder? Ja. Ich muss eher an dem vorbeilaufen, also ist gehupft wie gesprungen. Nee, Moment, jetzt kommst du auch ins Restaurant, oder? Ja, nein, nein, ich komme unten entlang vorbei. Ja, aber hier sind doch... Ah! Genau, Gegner wollte ich sagen. Nicht, okay, nicht da hoch, sondern ein vorbei. Gut. Weil ich hier geradeaus durch, dann sind wir beim Buch. Ja, und dann rechts. Also erst genau, durch, erst durch. Genau, erst durch, durch das Rondell da. Genau. Das Kristallding. Oh, Raben, ey. Kommt der jetzt? Nein, lauf doch! Nein, die greifen ja an. Oh, shit, das sind die Raben. Ich hasse Raben. Gegen die brauchst du echt nicht kämpfen, das kannst du dir sparen. Schnell, X. Oh, bei welchem Spiel hatten wir das mal? Paul Veronica. Immer unten mit den Fledermäusen. Mit den Fledermäusen. Oh Gott, ja, ich erinnere mich. Die Mederfläuse. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja! Sehr gut! Da ist eine Batterie. Es ist wirklich eine Batterie! Jetzt mal ohne Scheiß, Leute. Es ist unfassbar dumm! Diese Statue hat sich nur einmal umgedreht. Es gibt keinen Grund dafür, warum man nicht von hinten das hätte einfach da rausnehmen können. Ich würde jetzt... warum eine Batterie? Sie steht nicht mal vor, steht nicht mal vor der Wand. Was ist das für ein Rätsel? Ich würde jetzt einmal saven. Ja, ja, das macht Sinn. Ah, endlich! Ist okay. Ja. Ich freue mich einfach nur, dass ihr saved. Ja, das Beschissene war, ich hätte jetzt hier auch einfach durchlaufen können geradeaus, als diese Krähen gekommen sind. Nur, die Kamera hatte gewechselt und wenn ich nach oben gedrückt habe, ist sie nach rechts gelaufen, sodass ich mich wieder umdrehen muss. Was für ein Quark. Quark. Da ist auch ein Schlauch. Es sind überall Schläuche. Okay, ich werde wieder an der unteren Seite vorbeilaufen gleich. Nimm doch mal ein rotes Kraut mit. Ja. Wenn man ein grünes finden, kannst du es mal mischen. Den Ranch? Wenn wir lieber doch anderswo hinbacken, den Ranch, ne? Nicht an der Stelle. Nee, aber auch wenn wir wirklich noch an dem Schlauch jetzt vorbeikommen, dann ärgerst du dich wieder. Nee, weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Na gut. Ribbons. Das Oil können wir ja hier mixen. Aber ich glaube auch, in dieser Power Station gibt es auch einen Safe Room, wenn ich mich nicht irre. Was? Also, selbst wenn wir Cifuse finden, brauchen wir immer noch was fürs Öl. Ja, das gab es vorher erstmal die Batterie unten. Und glaubst du, die haben zwei wichtige Items zusammengepackt? Naja, vielleicht vorstellen. Muss man dann noch den Feuerschlauch noch nutzen. Man weiß es halt nicht. Ja, eigentlich sicher, oder? Also, bevor man die Bahn ja, benutzt, muss man natürlich nicht mehr zurück dann. Ja. Wir müssen einfach die Augen aufhalten nach diesem Schlauch. Ich glaube, das mit dem Monkey Ranch ist absolut richtig und wir müssen eigentlich nur suchen, Augen aufhalten. Vielleicht ist es auch ganz am Anfang irgendwo. Vielleicht hatten wir das auch schon gemacht. Das Wasser gelöscht?
Das Wasser? Ich weiß es nicht. Das ist doch dafür da, oder? Das ist so da, wo die brennenden Hunde genau durchspringen, ist so eine Flammenwand. Und ja, die kannst ja, genau, du mit dem Feuerlöscher löschen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, aber was dahinter ist, weiß ich auch nicht. Ja, vielleicht ist da noch die Sicherung dann. Oh, jetzt keiner. Jetzt keiner. Ah, okay. Da liegt noch was. Ich erwarte auch einfach ständig. Ach, hier waren wir gar nicht, ne? Doch, doch. Nee, waren wir? Doch nicht. Ja, wir waren hier, aber da liegt nichts mehr. Ich dachte, in der Ecke hier, die Kameraperspektive kommt mir so unbekannt vor. Die hatten wir einmal gemacht. Bin ich mir ziemlich sicher. So. Okay, jetzt haben wir schauen. Hier runter durch. Genau, dann da rein. Dann geradeaus zu ihrer Linken. Okay. Kennt eigentlich jemand von euch das Spiel Bioforge? Ja! Das ist dieses PC. Habe ich neulich mal was drüber gelesen. Mit diesem Cyborg, der aufwacht. Mit so eine Art Alone in the Dark. Ja. Und ich vor Resident Evil war. Also, das kannst du, glaube ich, heute nicht mehr spielen. Ich fand das super interessant, weil ich kannte das gar nicht. Oh, hatte so ein geiles Cover. Also, kein geiles Cover, aber ich fand es gut damals. Dadurch kann ich mich erinnern noch. Und was hast du noch? Also. Nö, ich also, ich bin falsch gelaufen, Gregor, ne? Ich bin falsch gelaufen, ja. Oh, shit. Ja, ich könnte dir auch gar nichts mehr sagen, außer dass er Teil eines Experimentes ist und plötzlich aufwacht und merkt, dass er selbst so zur Hälfte Maschine ist. Sein Gedächtnis ist gelöscht. Das natürlich auch. Und dann kannst du abhängig anhand der Entscheidung, die du im Spiel triffst, bist du später eine von irgendwie 10 verschiedenen Personen oder so. Ja, ich glaube. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Krass. Fand das interessant, aber es sieht heutzutage natürlich echt schlimm aus. Es sieht sehr viel pixeliger und hässlicher aus als das hier und dabei ist es ein PC-Spiel. Ja, es ist aber auch 2 Jahre älter oder so. Ne? Wenn man es irgendwie lauffähig bekommt, natürlich mal ausprobieren. Das gibt es bei GOG. Ja? Mhm. Ja, also jetzt, wo du es sagst, ich würde eigentlich einfach nur gern für mich das mal wieder spielen. Es ist halt eher noch so auf dem Niveau von Alone in the Dark, das kannst du hiermit noch nicht so richtig vergleichen. Das ist schon noch deutlich primitiver. Okay, zu ihrer Linken, zu ihrer Linken. So, jetzt wird's spannend. Zu ihrer Linken. Du gehst falsch. Da hinten ist richtig. Schaffst du. Schnell die Batterie reinwemsen. Ja, einfach. Kreis! Kreis! Oh, zu spät. Saug! Was? Saug! So, schnell weg! Drücken! Oh. Gut. Gut. Okay, jetzt sind wir nämlich hoch oder runter gefahren. Runter. Jetzt können wir den Gang runterlaufen und können in die Substation. Okay, da stehen welche. Alter. Was machst du? Was machst du? Schrotflinte! Hab ich denn Schrotflinte? Kreis, drück Kreis! Gregor! Gleich. Hab ich die Schrotflinte? Nimm erstmal das Ding. Ja, Danger. Okay, einfach warten. Nur warten. Ja. Aber nicht zu lang. Es war nicht lang genug. Naja, ich hätte auch nicht viel länger gewartet. Okay, jetzt nicht mehr. Ah, sehr schön. Ah. Dieses kollektive Gut. Aufatmen. Können wir das einmal ausdrucken und bitte aufhängen, wie ich in diesem Berg von Leichen stehe? Das ist toll, ne? So, ist da noch einer? Da ist noch einer. Hinten kannst du auch nochmal nach Items gucken. Oh, Claire Redfield. Ja, mache ich gleich. Es tut mir leid, Claire. Aber schon, entweder ist es wirklich Claire Redfield, da ist noch oder? Einer. Das ist ein explodierendes ein Ding, das man hätte nutzen können. Ist kein Wasserschlauch? Nee, das ist ein explodierendes Ding, wo du drauf hättest schießen können. So. Ja, so und es zielt automatisch da drauf. Alles klar, man hätte die wahrscheinlich dahin locken können. Hätte man erstmal hinkommen müssen, ja. Na gut, ich gucke erstmal. Es wäre wirklich sehr schwer gewesen, da an den allen jetzt vorbeizukommen. Aha! Hagan. Handgun Bullets. So. Das waren mir die 3 Shotgun-Shells wert. Das wurde gut investiert. Genau, und da ist diese Power Station. Und erstmal, die geht, glaube ich, von der anderen Seite auf, oder? Ist das die richtige? Also eine Seite war nur offen, ne? Ja, genau, du kannst die andere wahrscheinlich von innen aufmachen, glaube ich. Okay, keiner da. Was finden wir hier jetzt? Ich glaube, die Fuse. Okay, ja. Ich denke auch.
Okay, Quicktime-Entscheidung, irgendwas gleich. Oder? Woher weißt du das? Ich hab schon mal durchgespielt. Vor vielen Jahren. Das haben wir alle. Aber vorher noch ein Rätsel. The lock will be released. 115 bis 125 Volt. Low Voltage, 15 bis 25. Also ich muss mich entscheiden, je nachdem. Ah, die gehen nicht beide auf? Immer noch doch, aber ich glaube, der eine geht dann zu und der andere geht auf, nachdem okay. wir das Rätsel lösen. Rusty knob won't turn. Okay. Transformer, be sure to set the power transmitter to manual mode. Okay. Not exceed maximum levels. Ja, ne? Du wolltest auf manual. So, 15 bis 25 oder 115. Ja, machen wir erst das Kleinen, oder? Push the switch, ja. Ja, klar. Okay, red, blue, reset. Red. Red. Blue. Nein. Okay, red, blue, blue, red. Aber hättest du jetzt nicht hinten die Tür öffnen müssen? Nee, ich war ja nicht im Bereich. 115 bis 125. Ach so, stimmt. Blue. Zu wenig. Ja. Was macht er denn jetzt immer? Er macht immer plus 15 oder minus 15? Oder wie ist das? Mal 3, mal 1, mal 2. Also ich drücke rot. Plus 15. Ja, wenn ich nochmal rot drücke, ist das plus 30? Ja, ja, aber wie macht man Blue? Also plus Blue 30, nimmt Blue, ab. Blue ist minus dann ja, wahrscheinlich. Ja, okay, dann wenn wir machen wir Blue 65, jetzt, dann kann... Blue ist minus 15. Hä? Das sind minus 5 am Anfang, das sind da jetzt schon minus 15. Okay. Und das andere, wenn du jetzt nochmal viermal rot abziehst, dann landest du bei 20. Das hätte gepasst dann jetzt, wenn du es gemacht hättest. Mach mal. Okay. Ja, mach mal blau einfach, genau. Immer weiter blau. Nee, das geht nicht. Ah. Du musst dreimal rot, mach mal rot, rot. Sicher? Ja, einmal rot und dann blau, oder? Rot, blau, blau, blau. Oder rot, rot, blau, blau. Ach so, rot. Es gibt ja eh nur drei. Blau, blau. Ja, wenn jetzt, genau. Da geht der Low Voltage Room auf, wo Zombies dahinter sind. Mal keine. Oh, jetzt schön alles abgrasen, weglooten. Da ist was. Geil. Vielleicht ist im anderen jetzt tatsächlich dieses Öl-Mix-Gemisch. Ja. Aber das wäre total komisch. Warum nicht? Ja, irgendwie. Ja, weil das dann beides so dicht zusammenläge. Aber es ist ja eigentlich nur anderthalb Items. Oh, nö. Hallo. Ah, du kannst es unter Strom setzen. Wie denn? Weiß ich nicht. Warte mal. Aber es geht. So. Natürlich. Increase electricity output. Aber ich kann die andere Tür jetzt nicht öffnen. Achtung, das ist wunderschön. Stimmt, ne? Ja. Ja, aber nice. Wenn du jetzt geflohen wärst, hättest du die andere Tür auch nicht mehr öffnen können. Nee, ich hätte sie einzeln killen können und jetzt wieder aufmachen. Guck doch erstmal. Nee, das sagt mir bestimmt, das geht jetzt nicht mehr. Jetzt kannst du es, glaube ich, nicht mehr bedienen. Es bin zum Kurzschluss. Will you push the switch? Ja, passiert nichts. Ach doch. Doch. Mega. Jetzt nur rot. Nee, das wird viel zu viel. Okay. Man kann das doch logisch einfach erschließen, wenn wir mal 3 Sekunden drüber nachdenken würden. Das ist zu lang. Ich will nachdenken vermeiden gerne. Naja, es ist halt rot-rot-blau-blau, sage ich jetzt mal. Nee, rot. Oder rot-blau-rot-blau. Rot-blau-rot. Oh, scheiße. Was habe ich denn gemacht, ey? Ey, das Kälzel wieder? Hast du ja, gemacht. Ja, ja, ich weiß. Komm, wir gucken mal. Rot-blau-rot-blau. Rot, ich sag dir, das stimmt. Blau-rot. Nee, war ein Fehler. Ist klar. Das ist doch klar, ne? Jetzt kommen 150 raus. Ja. Blau. Blau, rot, rot, rot. Blau. Rot. Du, wie du so lachst, als ob du die Antwort weißt. Ja, ich weiß es tatsächlich nicht. Auch. Doch. Wie, das Rote? Das Rote macht 15 dazu und dann macht es 30 dazu, dann macht es 45 und dann 60 dazu. Und während ihr diskutiert, habe ich es gelöst und gesagt... Ich sag einfach, guck dir bitte das Nerdquiz an, also, wo ich am Ende bei Kawashima gerechnet habe und 30 Matheaufgaben in 51 Sekunden gelöst habe. Ich hab das gehört. Oh, sehr gut. Ich hab das gehört. Ich zweifle auch nicht daran. Aber ich war auch sehr gut, überraschend gut. Ich war Nummer 1 in meinem Team und keiner hat es erwartet. Ich habe danach im Chat geguckt, was die Leute so gedacht haben, wie ich abschneide, und ich habe deutlich besser abgeschnitten.
Aber ich bin sehr faul. Was auch keiner erwartet hat, war, dass Schröckert im Finale nochmal antritt, obwohl er schon gegen mich ausgeschieden ist in der ersten Runde. Aber... Ja, der Schröckert, der kommt durch. So, der zieht's durch. Wir haben die Fuse. Leider immer noch ja, der Emergency Öl. Exit ist jetzt zu, dadurch, dass wir den nicht... Oh, wer weiß, was da alles für Item gelegen hätten. Ich kann ja nochmal gucken, wichtigen. Aber... Also zumindest, wenn es rot blinkt, heißt es ja, dass es noch öffnungsmäßig bar wäre. Ja, was ist das? Also ich konnte doch aussehen, head for the Emergency Exit. Ja, ich hätte da irgendwie dann dadurch flüchten können, durch die Rückseite hier. Ja, aber den kannst du ja von der Seite nicht bedienen. The Rusty Knob. Vielleicht mit so Adrenalin hätte ich es durchgepanscht. Ja. Ach so, ja, das könnte sein. Irgendwie so ein Shit. Na gut, stimmt. Egal. Das heißt aber jetzt wieder zurück. Der hat den Granatwerfer liegen gelassen, stell dir das mal vor. Uns fehlt noch das Öl, ne? Der, ja. Die Hälfte. Ich sag, wir müssen nochmal in diesen Abschnitt, wo der Schlauch ist. Ich glaube auch, langsam Schlauch. Irgendwie nochmal gucken, wie wir dahin wieder zurückkommen. Ich weiß den Weg gar nicht mehr. Ich auch nicht, aber lauf mal ein bisschen rum. Speicher einmal ab und dann laufen wir ein bisschen rum, weil ich glaube, dass der gar nicht so weit entfernt ist. Der ist im Grunde nur ein paar Räume entfernt. Also hier müssen wir nie mehr hin jetzt. Das ja, wissen wir schon. Stars. Kannst du mal die Karte aufrufen? Ich will einmal mich zum Orientieren wissen, wo wir ungefähr sind. Ja, wir gucken jetzt mal, wir fahren jetzt wieder da hoch. Dann sind wir wieder in dem komischen Mottenraum. Genau, also theoretisch, wir könnten jetzt hier durch die Garage wieder durch. Oder wir müssen mehr links in diesen Bereich nochmal rein. Also hier irgendwo. Da würde ich auch mal lieber gucken. Hier? Ist das nicht der Zug? Das ist der Zug. Ne? Ja, und geh mal in die Mitte, da, nee, in die Mitte, rechts. Da waren wir überall, was? Das also da oben hier, zum Beispiel sieht so aus. Nee, das ist die Zeitung. Das ist die Zeitung. Das hier ist quasi hier das runde Ding, wo wir durchgegangen sind. Was ist unten, das sehr große? Ist das ein Haus? Das hier, das ist, glaube ich, dann der nächste Bereich. Ne? Wenn wir wieder, dann wären wir wieder bei, das ist die Police Station, bei Uptown wären wir wieder gelandet. Ah, ne? Ja, aber ist das in Uptown? Sales Office waren wir noch nicht. Ne? Oh, stimmt, da haben wir schon in Folge 2 drüber gesprochen, da hätten wir nämlich auch schon dahin gehen können. Das heißt also, wir können, hier, guck mal, da geht's durch, das ist wahrscheinlich, hier war der Feuerschlauch. Ja. Ne? Wenn wir mit dem Ranch haben, können wir dann wieder hier hin. Wie kommen wir da jetzt wieder hin? Dann soll ich am besten, hier, also wenn ich wieder zurückgehe, darunter. Hier durch, genau. Also genau. Wenn ich wieder zurückgehe. Also müssen wir durch die Mottenräume jetzt durch, dann durch beide. Ja, genau. Dann speichern wir und dann suchen wir, nehmen wir den Ranch mit und das klappt schon. Okay, also runter und dann geradeaus. Das könnten wir jetzt sogar schaffen. Denk dran, dass da jetzt zwei von den Viechern Ich denke. Und da unten gleich auch nochmal. Wenn ich durch den nächsten Raum bin. Genau. Ist da eigentlich noch eine Karte oder sowas an dem Pult oder sieht das nur so aus? Ja, ist die Batterie. Achso, stimmt. Ja. Klar. Nimm die doch mit! Warum? Nein, ich meine nur nicht dich, ich meine sie. Später brauchst du sie wieder. Jetzt. Das war jetzt eher so ein sehr schlechtes Annähern. Sie läuft aber auch ultra beschissen. Gregor. Das ist kein Speed-Dating. Jetzt stirbt er noch. Beeilung. Jetzt hör mal auf, oh zu sagen. Ja, Mann, du machst es aber auch mega spannend. Ich kann doch nicht anders. Spannend war ein Euphemismus. So, erstmal gucken zu ihrer Linken und geradeaus und dann ein bisschen rechts von ihr. So. Oh Gott, ist das unheimlich. Alter! Jetzt fickt euch alle. Du musst rennen. Mit ganz viel rennen musst du. wenn du siehst, wie er das Pad und das hörst, so wie er nicht aggressiv. Knack. Ich kann doch nicht, der die Steuerung ist so. So. Kiste, Schreibmaschine. Was können wir da reinschmeißen? Fuse können wir erstmal reinschmeißen. Ja, genau. Ja? Den Granatwerfer auch. Und das rote auch. Das war eine sehr gute Idee von dir, Fabian. Wir haben es dann doch nicht gemacht. Den Wrench behalten. Boah, wie ich jetzt gerade die Scheiße aus dieser Kiste aufräumen würde, wenn ich spielen würde. Ich räume die Scheiße aus dieser Kiste aus. Oder ein. Ich sollte speichern, ja? Ja. Wir haben ja eine. Du könntest noch überlegen, ob du nachlädst mit der Schrotflinte. Achso, ja. Das, da hast du drei Schuss mehr. Hast du natürlich absolut recht. Das sollten wir machen. Ach, schau mal an, wie viele Schrotflinten wir haben. Es geht alles bei irgendeinem Zwischengegner drauf. Ich bin wirklich gespannt, wann der Peniswurm kommt. Vielleicht habe ich das auch falsch. Vielleicht kommt er in der nächsten, im nächsten Areal. Ja, ich denke mal, ich jetzt schon an den Peniswurm aus Code Veronica. Da gibt es ja auch einen. Ja, ihr meint den, der bei der Militärbasis unten rum. Aber du hast aber auch einen, der so ähnlich ist. Ne? Ganz sicher, ich habe ja für diesen Capcom-Event habe ich ja Resident Evil Trailer geschnitten ohne Ende. Und ich weiß noch ganz genau, weil ich den bestimmt 2 Tage lang geschnitten habe,
Das ist hier. Peniswurm. Habe ich beschnitten. Ja. 2 Tage lang. Ja klar, hast du die Größe gesehen von dem Ding. Das ist mit Schnipp, Schnipp nicht getan. Oh, Farbinger. Oh, geil. Das ist nicht schlecht. Wir haben noch 15 Minuten, das heißt, du kannst in Ruhe das Menü aufräumen. Generell sind wir... Okay, das nehme ich gerne an. Nein, bitte mach das off-air. Nee, ich möchte zumindest das eine Item, was da oben so alleine liegt, das werde ich jetzt runterholen. Was ihr ja nicht wisst, ist, ich wohne ja hier um die Ecke und ab und zu nachts sehe ich, wie hier Licht ist. Das wollte ich gar nicht. Und dann weiß ich ganz genau, jetzt räumt er gerade wieder auf. Teilweise räumt er auch von anderen Spielen die Inventories auf. Wir haben eigentlich haben wir auch gar keine Alien in der Firma. Das räume ich hier alles mal auf und baue hier die Sets auf und das macht niemand von der AL. Warum mal nicht, ja. Haben wir nur noch eins? Ja. Ja, weil du ständig speichern willst. Ja, aber ihr erlaubt es mir ja nicht. Na gut. Das ist doch gut jetzt. Okay, warum habe ich das Wrench jetzt dabei? Hatten wir was anderes eben noch? Weil wir das Wrench für den Schlauch benutzen wollen. Ach so. Was brauchen wir noch? Er hat es doch wieder, oder? Ne? Ja gut, ist dein Spiel. Starscard vielleicht? Also ich hätte das First Aid Spray zur Sicherheit mitgenommen. Ja, komm, ich nehme es mal. Ja, bist du gut ausgerüstet. Speichert hattest du gerade, ne? Ja. Wirklich? Ja, habe ich. Deswegen war nur noch eins. Ah, ja, stimmt. Stefan Starscard. Das war ein guter Gag letztes Mal, muss ich sehr drüber lachen. Skellern heißt er, ne? Oh, da blaue Kräuter. Blaue Kräuter? Ja, oh, Anti-Gift? Das hätte ich jetzt gar nicht. Hab mich das auch gerade gewundert. Ja, aber man kann noch laufen normal. Ach, ist da noch ein grünes? Nee, das ist nur Hintergrunddeko, oder? Was? Ja, das ist leider kein richtig grünes. Das mit dem Rot liegt daran, dass du ja das Pad von Gregor bekommen hast. Mhm. Schön gewundert. Das Rot ist die Farbe der Liebe. Ja, pass auf, das sind gleich Hunde, wenn du rausgehst. Wirklich? Ja, also noch nicht jetzt hier, aber im nächsten sind Hunde. Hab ich die nicht schon? Was war denn eigentlich hier an dem Automotor? Das hatten wir alles schon gemacht. Ne? Ja, irgendwas ist da explodiert zwischendurch. Ey, ich weiß es nicht mehr. Sollen wir nochmal Nikolai rufen? Okay, jetzt hier rum, ne? Also durch und... Glaub zu deiner... Hier sind Hunde, meinst du? Ja, zu deiner Linken von hier aus. Also wenn du rausgehst, sehen wir es vorderseitig alles. Ist das hier eigentlich ein großes Garagentor? Es wäre ansonsten relativ komisch, wenn hier so eine Schranke vor der Tür wäre. Ja, frag einfach nicht. Ihr habt was mit dem Hintergrundgrafik gemacht? Ach egal, das fällt auf einmal auf. Wir müssen da eh nur durchlaufen einmal. Ich bin mir auch sicher, dass wir Hunde sind. Ach, die sind da hinten in der Ecke, ne? Kann aber sein, dass wir die dann in dem Durchgang... Du bist hier einmal gestorben an der Stelle. Ja. Aber die sind da, ich höre sie schon. Also, okay, ich laufe ganz stark nach links. Mal. Wir können eh nur durch die eine Seite durch. Na. Okay, die sind da, alles klar. Da kommt du aber schaffst noch eine. Oh, die Sau, oh nö. Oh, jetzt musst du. Jetzt muss ich mich heilen. Schnell, ja. Oh Gott, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Oh, und jetzt musst du wieder rennen. Oh, ich hab... Nein, nicht schießen. Warum? Ich wollte den Ausweichmove machen. Dann fängt sie aber leider an zu zielen, wenn man Das ist leider R1 drückt. Das ist R1 oder R2. Was macht ein R2, wenn ich R2 drücke? Gar nichts, ne? Nee. Obwohl R2 zielt auch. Das ist ja super dämlich. Oh, ein grünes Herb und 2 blaue jetzt. Da hätten wir jetzt das rote Herb noch dabei. Warum hat das jemand wieder zurückgepackt einfach? Weil wir es... Ich habe mitgezählt, 40 Minuten lang haben wir es durch die Pampa rumgeschleppt. Es war einfach nicht abzusehen, dass wir nochmal grünes kriegen. Also, durch einfach geradeaus den Türen folgen. Oder ist es hier hinten? Nee. Was war hier? Da war, glaube ich. War irgendwas. Da hast du mal gesagt, gleich passiert irgendwas. Ja. Dann ist gar nichts passiert. Gar nichts hier passiert. Ist es doch. Oh Gott, ey. Wow. Kannst es. Ist fix with Bowls. Ja, dann das den Wrench. Das muss das Ding sein. Ja! Oh, super, Fabian. Super. Jetzt suchen wir schön das Flammenmeer und löschen es. Oh, let's go to the sales office. Ach ja. We no longer need this geil. Range. Oh Mann, das mag ich. Jetzt kommen sie alle. Meinst du? Guck mal. Ich renne einfach durch und gehe sofort links durch. Ja, mach. Glück gehabt. Okay, einmal noch Karte checken. Jetzt muss ich... So, Warum dauert das manchmal so lang? Karte. Card. Cards. Cards. Einfach geradeaus. Geradeaus. Und dann ein bisschen rechts rum und dann hier. Ja, und dann ist auch noch das Feuer. Seht ihr, das genau, das Feuer müsste wirklich bei dieser Gabelung sein. Oh, Nein! Oder ja. Oh, sie zielt falsch. Ich wollte auf das Fass dahin zielen. Es geht einfach nicht. Es war auch an sich. Okay, immerhin. Oh, lauf! Einen habe ich erwischt. Sehr gut, das ist alles, was wir brauchen. Ja, der zweite alleine ist wirklich machbar. Das ist ja noch die Shotgun sonst.
Okay, rechts, dann gleich wieder nach links. Hier sind Zombies. Da kommen die. Eieieiei. Schon da. Okay, den muss ich, glaube ich, töten. Ja. Schnell, entscheide, schnell. Alter, immer noch nicht. Oh, oh, wie viele. Oh, das sind doch richtig viele. Die entscheiden fast für dich, wie du laufen sollst. Mhm, stimmt. Also es waren noch ungefähr 5, glaube ich. So, ich glaube, hier sind Hunde aber auch, ne, wo du den Schlauch benutzen kannst. Was ist denn hier los? Ja, die kamen durch das Feuer und brannten. Oder war das erst irgendwie, das noch später? Irgendwie sowas, doch, doch. Oder die springen aus dem Feuer raus. Oder jetzt sind auch noch diese, die Kraxelhuber. Okay, hier wäre ein Speicherraum, aber Quatsch jetzt. Das ist Quatsch, das jetzt zu machen. Da bin ich so viel gemacht. Rennen jetzt einfach geradeaus ja, durch. Da, oh, ist, ah, ja, da kannst du ihn benutzen. Super gut. Eva hätte Feierhose. Oh, das liebe ich immer. Animieren? Nicht mit uns. Okay. Quietsch, quietsch, quietsch. Quietsch, quietsch, quietsch. Ja, gehen wir mal hier durch. Okay, Neuland, Neuland. Einfach, gleich beim Sales-Office. Ein kleiner, schmaler Tunnel, wahrscheinlich voller Gegner jetzt. Ah, hier passiert doch was. Lieber rennen. Ich will die ganze Zeit X drücken zum Rennen, komischerweise. Blau, nur blau. Wieso nur blau? Ach, wahrscheinlich, weil die ich diese Spinnenpenner vergiften können. Ja, stimmt. Ja, die kommen beim Rückweg auf jeden Fall da raus gleich. Die feiern eine Party. Ohne uns. Da liegt ein. Ah, es ist der andere Skantige. Haben wir überhaupt schon eine Öffnung dafür gefunden? Check. Square Edge Crank. Wirklich, wir haben noch gar nichts, oder? Das ist ein bisschen später, glaube ich. Das ist ein bisschen später. Okay, links um die Ecke. Okay, es ist verdächtig zu ruhig. Da, lauf einfach. Lass ich. Ran. Ah, da ist zum. Ah, geh nicht, mach die Tür frei. Jeder macht die Tür frei. Man müsste einfach einen mit dem Fuß mitgeben können. Einen kleinen Kick. Okay. No! Oh. Don't make me do this, Murphy. I don't want to shoot you. Das ist ein Zombie. Kill me. I finished. Not human. Was? Wait, we don't have to do this. Please hurry. Before I lose contact. Before I'm too late. Kill me. Eine hat's auch getan. Eine Pistole, eine Patrone in den Kopf, ja. Stimmt, das sind über 40 in die Brust. Why? No. No. Why? 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 Ey, ich muss bei dem auch an Michael Jackson denken, wenn ich den gesehen habe. Also, Ja, ist ein bisschen optisch. Ah, da liegt was Wichtiges. Was ist das denn? Ist was fürs Öl vielleicht? Nee, Managers Report. Ja, Medizin, Storage, Temperature, Computer, Drugs. Leute checken. Boss immediately. Was für Suspicious Bescheid sagen. Passwort vom Terminal. Okay. Okay, und was lag darunter? Das ist doch dieses Miss Magazin. Fernbedienung. Aha, eine Remote Control. Wofür? Werbung. Da erinnere ich mich gar nicht dran. Nee. Brauche ich nicht mal meine Flasche aufschrauben? Bitte nochmal, komm, ich will es einmal sehen. Da steht irgendein Passwort irgendwo oder irgendwas, was wir uns merken müssen. Ja. Umbrella, Safe Spin. Kurahashi, Safe Spin, Store Now, Umbrella, was soll das? Nee, gar nichts. Komisch. The Goggles, they do nothing. Vor allem, wie sie auch alle dieselben drei Animationen haben. Die haben dieses... Das stimmt. Und dieses... Ich weiß gar nicht, was das dritte ist. Ah, da ist bestimmt der in die Hüfte stoßen. Das Mixding für das Öl. Ja. Die hat bestimmt was. Ich gucke erstmal in den Computer. Hier ist das Passwort jetzt. Oh, fuck. Stars.
Stars? Hier ist mal was, glaube ich, eher nicht. Stars? Was ist denn das für eine Tastaturbelegung? Ach so, alphabetisch. Ja. Vielleicht. Es ist ja dieses, der Name von dem. Ich mag die Soundeffekte beim Bestätigen. Bling, bling. Okay, wenn, raus. Dann. Vielleicht ist es der Name von dieser, von diesem, wo wir das Video zu gesehen haben. Guck mal, da hängt ein Zettel raus. Das war nicht, hieß ja nicht Aspirin. Oh, das ist gut. Meint ihr nicht? Ich meine, warum sonst sollten sie dieses Werbeding gemacht haben? Da hängt ja ein Zettel raus. VTJ98, das ist NET. Okay. Okay, was stand? Wenn wir es jetzt nicht hinkriegen, dann lesen wir das eine Dokument vielleicht nochmal. Ja, durch. Jetzt nicht. Aber wir wissen doch nicht. Doch, so hieß das. Safs. Ach, du weißt es, okay. Ich glaube, Safsprin hieß das. Nicht schlecht. Confirmed, sehr gut. Das ist ein dummes Passwort. Ich denke, ich habe es vorher nachgeguckt, aber ich habe es mir gemerkt. Nee, du bist ein guter, du hast, dein Gehirn ist an sich sehr leistungsfähig. Danke, das ist das Schönste, was du jetzt jemand zu mir gesagt hat. Nee, ich bin beeindruckt. Nicht nur Zahlen, auch merken. Auch Worte. Naja, du siehst ja, dass das bei uns rar gesät ist normalerweise, dass man das Sinnvolles sagt. Na. Ah, noch 4 Minuten und wir haben es weit gemacht. Es hat mega Bock gemacht heute. Oh, oh. Wir werden heute gleich noch. Was passiert jetzt? Ich will jetzt nicht nochmal unnötig sterben. Ich glaube, man kann da drauf schießen auf das Drehrad und dann gibt es heißen Dampf. Aber das brauchst du ja nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ja, genau. Jetzt gehst du gleich wieder zurück. Die Kamera wechselt nicht und du gehst. Nee, doch. Fuck. Okay, das sind. Oh, da liegt was auf der linken Seite. Ne? Da wirst du gleich was Trigger mischen. Also ich kann. Das Auto-Aim bringt hier nichts. Oh, Gunpowder. Gunpowder. Ja, nimm das doch mal alles. Da hinten ist noch Muni oder so. Ist es C? B ist es. Warte mal. Ja, das kann ich alles zusammenmischen. Ach ja, ja, ja. Das hätten wir letztes Mal übrigens auch machen können in der scheiß Tankstelle. Ah, oh, wie ärgerlich. Das werde ich nie vergessen. Kannst du 3 sogar auf einmal zusammenmischen? Gucken wir mal. Wofür ist denn das Gelbe? Oh, geil. Oh, Alter, so ein Ding. Jetzt schmeiß ich es weg. 3 Gunpowder B. With a reloading tool of the grenade rounds. Ach, kannst du mit den Grenade Rounds auch mischen? Ach so, okay, ja. Vielleicht kannst du denen dann Fähigkeiten geben damit. Da, genau, das ist die Mixture fürs Oil. Ah ja. Ey, Wahnsinn. Okay, hier kommt auf jeden Fall jetzt eine Art Nemesis Kampf noch. Nemesis kommt. Aber geil, wir haben das jetzt. Wir haben alle Quest-Items, die wir brauchen, um aus dieser Stadt fürs Erste rauszukommen. Okay, machen Quick Travel zum nächsten Safe Raum. Ja, ich würde jetzt auch gerne. Puh. Es kommt ganz sicher Zombies. Ja, ja, irgendwas passiert auf jeden Fall. Da. Und zwar jetzt. Boah, Cutscene sogar. Eine richtige Cutscene. Ach, der ist ein Kollege? Ach, jetzt kommen sie durch die Fenster. Alter, wie viele denn? Und verstricken sich in den Jalousien. Ah! Jalousien, unser größter Feind! Komm, dass es wieder geht! Soll ich einfach durchrushen oder soll ich jetzt wirklich hier in der Ecke stehen bleiben und zum Kampf machen? Die sind wahrscheinlich zu voll, damit du durchrushen kannst. Das geht nicht. Ich würde auf die Rohre schießen und... Das ist wahrscheinlich das. Ja. Ohne das Auto-Aim im besten Fall. Ich kann noch nichts machen. Aktuell. Wart einfach noch weiter. Ja. Nicht damit, oder? Doch. Nee, nee. Okay. So, ohne Auto-Aim. Ich probier's jetzt mal. Ich muss mal kurz nachdenken. Also, wenn du aimst, machst du ja Auto-Aim, aber du kannst dann einfach noch weiter drehen. Scheiße! Weiterschießen! Nee, weiter mehr in Richtung. Die Stelle nicht. Ja, mehr in Richtung. Zuschauer drehen sozusagen. Oh Mann. Ich nehme einfach die Stelle. Ja. Okay, Mach. Vielleicht muss ich das auch manuell drehen. Nee. Liquid Nitrogen Pipes. Du musst direkt auf die Pipe. Flüssigstickstoff. Okay, jetzt warte, bis sie daran alle verenden. Hat's mega Alter, der Bitte. Entschuldige. Ich wollte nicht als Sack bezeichnen. Ja, so war das in den Anfang der 90er. Ja, stimmt. Willkommen in der Zeitreise zurück. Ja. War nicht alles gut. Nee. Oh, aber der sieht geil aus. Das mit seinem Tanktop und dem schiefen Kopf. Guck mal hier. Hat sogar so ein... Oh, shit, das okay, war nicht falsch. Ich wollte jetzt mal einen Treffer einfach schlucken. Ja, lauf vorbei. Fuck it. Das, und jetzt. Das waren die alle? Das war scheinbar. Ja, jetzt stehen. Nee, geh durch. Fuck ja, it. Weißt du. Ja, warum eigentlich nicht? Geil. Also komplette so Munitionsverschwendung, aber es war mir jetzt nicht genug tun gerade. Mach das. Ich mach das. Das ist schon richtig.
Krass, eine Minute. Wahnsinniger Spannungsbogen. Okay. Wo war der Ausgang? Dadurch. Da ist der Ausgang. An den beiden, ja. Das ist der einzige Ausgang, ne? Ja. Komm, zum Safe-Raum schaffen wir es noch. Ich werde einmal jetzt mit der Schrotflinte da reinballern. Ja. Guter Punkt. Das sei dir erlaubt. Du denkst sehr strategisch. Schieß! Und dann läufst du an den einen vorbei oder rennst in den Gegner rein. Ja, währenddessen kann der andere aufstehen. So. Sehr gut. Was schön. Diese Spackos. Oh, da ist noch einer. Puh. Okay, jetzt komme ich hier vorne wieder raus. Jetzt einfach um die Ecke rum. Hier sind zwei von diesen Motten. Mhm. Oh! Hey! Vielleicht kommt direkt hier was. Naja, das ist der Gang jetzt mit denen, wo die ganzen Zombies aus dem Fenster brechen. Alter. Also, da rausfallen. Lauf einfach weiter. Komisch, nur, dass sie nicht kommen. Die hätten kommen müssen. Ja, wir müssen langsam schon das Ende anmoderieren. Zum Speicherraum schaffe ich es noch. Genau, wir speichern aber noch. Und es geht dann als nächstes weiter, wenn wir versuchen, uns mit dem Zug auseinanderzusetzen. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben zwei verschiedene Arten Öl. Wir haben die Fuse und wir haben natürlich auch die Kabel. Was wir nicht haben, ist Zeit. Oh, schnell in den Safe-Raum. Er steht einfach direkt vor mir. Oh. Fuck, was mache ich jetzt? Renne! Okay. Ich laufe jetzt wohlgemerkt von dem Safe-Raum weg, der wäre jetzt da gewesen. Ja. Ist alles okay. Kannst du wieder zurück in den Safe-Raum? Soll ich kurz einfach mich umdrehen oder wieder hingehen? Ja, er ist da aber noch. Echt? Der ist da noch. Ja. Auf jeden Fall ist der da noch. Kannst eigentlich nur an ihm vorbeirennen. Das ist ein geschlossener Raum. Ja, aber er hat doch da jetzt irgendwie auch den Hydranten zerschlagen. Komme ich da überhaupt noch durch? Das ist die Frage. Ja, ich denke schon. Ich denke, das ist nur... Also ich drehe mich jetzt um und gehe da wieder hin. Dann musst du irgendwie an dem vorbei. Willst du nicht die Energie vorher nehmen? Nee, du hast doch noch bestimmt genug. Also ein Treffer würde ich aushalten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So wenig Zeit, so viel Nemesis. Ja, sehr gut. Super. Lauf da vorbei. Da ist er. Direkt zu deiner Linken. Da. Da. Gut gesaved. Fabian. Alles super klar, gut. Wir haben es. Bis morgen geht es, glaube ich, schon wieder weiter. Schon wieder? Vielen Dank, es war eine großartige Folge. Es macht mega Spaß. Morgen wieder Resident Evil 3.